Der Name Klaus Stauthammer. Beruflich bin ich Büroleiter beim Johannes Huber, das ist der AfD-Bundestagsabgeordneter. Wir haben ein Wahlkreisbüro in Pulling, wir haben ein Wahlkreisbüro in Rohrbach und das Wahlkreisbüro in Rohrbach, das leite ich. Ich unterstütze den Johannes in seiner Bundestagsarbeit, vornehmlich hier im Wahlkreis, manchmal auch in Berlin. Jetzt könnt ihr mir über die Kreispolitik was fragen oder über den Bundestag da hinten. Ja, das würde mich gar nicht so interessieren, so ging zur Kreispolitik. Ja. Weil die AfD ist, am Ende müssen so leugnen den Klimawandel, hört man immer. Und wie ist dann, was hat dann der neue Landrat von der AfD da für Vorstellungen zum neuen Klimawandel? Der Kandidat von der AfD oder folgende Vorstellung. Solar, Photovoltaik, oder, leugnen Sie den Klimawandel auch? Also, es gibt einen Klimawandel schon immer. Ja? Den leugne ich natürlich nicht. Was Sie meinen, ist vielleicht der menschengemachte Klimawandel, ja, dieser anthropogene. Konkret im Verknüpfen die Maßnahmen, was man da macht? Die Maßnahmen kann ich nicht leugnen, weil die hat der Kreistag gestern verabschiedet. Da gibt es jetzt ein Klimaschutzprogramm, was der Kreistag für den Landkreis, also für das Landratsamt, machen möchte. Das sind jetzt weniger spektakuläre Dinge. Aber zur Klimapolitik kann ich ein paar Fragen beantworten, so wie es die AfD sieht und so wie es ich auch für den Kreistag sehe. Für mich ist die Klimapolitik eine globale Sache. Wir sind von einem Klimawandel betroffen. Der kann menschengemacht sein oder auch nicht. Darüber gibt es Untersuchungen, Einschätzungen, Prognosen. Da gibt es auch wissenschaftliche sagen wir mal Auslassungen. Vielleicht gibt es Gutachten. Ich habe noch keines gesehen. Aber was mich interessiert, ist in erster Linie der Umweltschutz. Das heißt, wenn man fossile Brennstoffe einsetzt, dann hätte ich gerne einen Ausgleich dafür, und zwar in Form von einer anderen Energieform. Das heißt zum Beispiel Solarenergie. Solarenergie ist in der Regel bei uns Photovoltaik, und da sehe ich ganz großes Potenzial, dass man vorhandene Flächen, also technische Flächen sind zum Beispiel Dächer auf Hallen, auf landwirtschaftlichen Hallen oder eben auch auf Häusern, mit einer Photovoltaikanlage ausstattet, wo man mittlerweile eben auch den Strom ganz gut speichern kann. Das hat gewisse Investitionen, zieht es nach sich. Diese Investitionen sind aber, sagen wir mal, wenn man das in die Gesamtkosten von einem Hausbau einbezieht, durchaus tragbar. Und da sehe ich großes Potenzial, dass man privat nachrüsten kann oder dass man eben auch bei Firmen, die ja am meisten Strom verbrauchen, solche Anlagen einsetzt. Wo ich dagegen bin, das sind zum Beispiel Windkraftanlagen. Windkraftanlagen sind Industrieanlagen, die Strom erzeugen, das kann man nicht leugnen. Strom aber auch nur dann erzeugen, wenn die Witterung passt oder das Wetter passt, wenn eben Wind weht. Und diese Anlagen sind immer im Außenbereich, und das halte ich für kritisch, dass diese Anlagen im Außenbereich eben überall genehmigungsfähig geworden sind, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen. Wenn man Strom aus Windkraftanlagen erzeugen will, dann braucht man sehr viele. Und ich glaube nicht, dass das hier bei uns in die Landschaft reinpasst. Und wenn man es sieht, wir haben momentan 12 Anlagen im Landkreis. Wir haben seit Jahren keinen Zubau. Wir haben auch bayernweit keinen Zubau. Ich glaube, letztes Jahr sind 2 Anlagen zugebaut worden. Also die Akzeptanz in der Bevölkerung fehlt. Und die fehlt auch hier. Und ich möchte nicht, dass wir hier politisch gezwungen werden, solche Anlagen zu machen. Ich muss jetzt wirklich sprechen. Ich möchte die anderen auch reden lassen. Kann doch schon geben. Wenn der eine oder andere noch eine Frage hat, gerne. Wenn keine Frage hat, dann fragst du die nächste. Ich kann selber schuld. Ja. Also das andere ist auch für einen Ausbau der Photovoltaik, nur gegen Windkraft, ist halt grundsätzlich dagegen. Also auf Flächen, die dafür geeignet sind. Ich halte es also für weniger geeignet, wenn man die mitten in die Natur hineinbaut. Ja. Und die 10-H-Regelung bleibt auf jeden Fall, also das hat der Landkreis nicht zu entscheiden, das brauchen wir nicht. 10-H-Regelung ist eine Bundesregelung, ja, ja. Die wird aber nur in Bayern angewandt. Ja. Also da hat der Landkreis nicht für zu entscheiden, der Landkreis hat eigentlich auch nicht für eine Windkraftanlage zu entscheiden. Er prüft nur, wenn eine Entscheidung durch die Kommune, also durch die Gemeinde getroffen ist, ob die Kriterien oder Gutachten eingehalten worden sind. Hat einer eine Frage, bei einer Frage wieder. Aber mir wäre lieber, wenn ein anderer auch was fragt. Wie ist es mit der Verkehrsabwicklung in Kreisstadt allgemein, jetzt egal, wo man jetzt herkommt?
Ist da irgendwas gedacht, dass man da mal sagt, der Landkreis selber bemüht sich, dass jeder Ortsteil irgendwie in die Kreisstadt kommt? Weil ich weiß einmal von früher her, da waren wir da in Bad Tölz vor Jahrzehnten, da hast du jede Stunde in die Kreisstadt vom gehen, egal wo du runtergekommen bist oder wo du hergekommen bist. Also ich meine öffentlich. Ja. Das ist ein heißes Thema, wird jetzt momentan schon evaluiert drüber, welche Möglichkeiten man machen könnte. Was man natürlich machen muss, ist in die Verkehrsverbünde hineingehen. Das heißt, Münster als Gemeinde hat es jetzt gemacht mit dem Regensburger Verkehrsverbund. Wir bräuchten eine dringende Absprache und auch eine Preisgestaltung mit dem MVV, dass auch das Fahren einfacher wird. Das heißt, mit einem Ticket alle Strecken. Da brauchen wir aber die Verkehrsverbünde von außen dazu und interkommunale Lösungen, da brauchen wir die Gemeinden wieder mitmachen. Das wird in der nächsten Legislatur ein Hauptthema sein. Ja, ist auch eine Preisfrage, ob sich der Landkreis das zum adäquaten Preis leisten kann. Es wird immer ein Draufzahlgeschäft sein. Möglicherweise muss man mit anderen Leistungen zurückstecken, damit man eben das Ziel erreicht, dass eine bessere Anbindung in den ländlichen Raum stattfindet. Aber das ist mein Anliegen, ja, das habe ich auf meiner Karte draufstehen, auf meinen Zielen, dass man hier diesen öffentlichen Personennahverkehr in die Dörfer reinbringt, zu einer Taktung, die sinnvoll ist. Und da muss man eben mal mit den Gemeindechefs, mit dem Bürgermeister sprechen. Und ich glaube, es hat jeder Interesse daran, dass sich hier die Lage bessert. Es war schon mal besser, Sie haben es gesagt früher, aber seit Jahren ist da eigentlich nichts gemacht worden. Wahrscheinlich ist da niemand mitgefahren. Es werden öffentliche Gelder verschwendet für den Personennahverkehr in Zukunft. Werden die Gelder verschwendet und es wird wieder keiner mitgefahren. Wer vielleicht fahren mit Bus? Mittlerweile reagiert ja die Bevölkerung etwas anders. Die Meinungen zum öffentlichen haben sich schon verbessert. Also der Trend dazu, öffentlich fahren zu können, ist auf jeden Fall erkennbar. Und wenn der Trend erkennbar ist, muss man diesem Trend zumindest gedanklich folgen. Und wenn es dann machbar ist oder wenn das Fahrgastaufkommen eben möglich wäre, ja, das liegt an der Attraktivität der Verbindungen. Wenn ich mit einem Ticket nach Ingolstadt reinfahren kann. Wenn ich 10 Minuten fahre, dann fahre ich nicht mit Bus, da bin ich nicht hier. Das mag ja sein, das ist eine Einzelmeinung. Aber wir reden ja nicht nur über Einzelmeinungen, sondern wir reden ja für die Bürgerschaft. Ja, okay. Ja, und wenn die Taktungen höher werden oder wenn der Preis attraktiver wird, wenn eine gewisse Bequemlichkeit beim Ticket vorhanden ist, ich kann mit einem Jahresticket überall hinfahren oder ich kann wenigstens das Tagesticket dann auch für München nutzen, dann wäre doch das eine Verbesserung. Ob das bezahlbar ist, ist eine andere Frage. Es wird auf jeden Fall, anders lässt sich es gar nicht lösen, ein Zuschussgeschäft werden. Wenn ich von uns aus mit dem öffentlichen Nahverkehr nach Minga fahre, dann brauche ich 3 Stunden mit dem Auto, naja, 20 Minuten. Das ist vorbei. Die 20 Minuten haben vorbei. Dann suchst du und dann suchst du. 4 Minuten. Ruhe, da haben wir wieder leider nicht. Eine Anmerkung dazu noch. Das mag sein, aber es gibt ja Alternativen. Man muss ja nicht die ganze Strecke im Kopf haben, sondern kann sagen, man fährt von A nach B und dann wird es eben bequem oder günstig. Ja? Da können Park-and-Ride-Plätze dazu, da gehört vielleicht eine bessere Bahntaktung. Also ist sehr, sehr umfangreich und da wird es viele Gespräche vonnöten haben. Aber es ist ein erstrebenswertes Ziel. Ja. Von mir aus. Ich habe eine Frage zum Verkehr. Thema Autobahnausfahrt Dubach. Schwarzen hört es gut, hört die Schwarzen haben nach wie vor noch gegen ihre Autobahnausfahrt. Ich komme da nicht mit, was sie für die Gedanken machen. Mühlental, Mann, mittlerweile sind wir schon. Wie weit schaut da bei euch aus? Habt ihr da was aufgeregt? Wir haben es in unserem Programm drinstehen, dass wir das verlangen, fordern. Ob man es durchsetzen kann, ist eine Bundesautobahn. Ja, da hat man die Probleme. Das ist ja. Es wird kommen müssen. Wir haben jetzt eine neue Firma, die in diesem Innental eben auch baut, bei Horbach. Die wird den Lkw-Verkehr erhöhen. Und wir weit dann andere Firmen auch einmal in das Gewerbegebiet hineinbauen. Der Kreisbauernhof soll kommen. Ist natürlich noch in der Schwebe. Die Wolzacher wollen ja Entlastung. Also der Druck auf das Vorhandensein
worauf das möglich machen soll, eine Ausfahrt ist groß. Und die wird zumindest diskutiert werden, ob das in einer Legislaturperiode geht. Ich wage es zu bezweifeln, weil die Mühlen im Bund, in Berlin, die malen sehr, sehr langsam. Ja, da sieht man eigentlich, wie bedauerlich das Thema ist. Bei meiner Vaterlandpartei bis jetzt gewesen. Da braucht man so lange. Jetzt hilft von CO2-Einsparung. Da kommt vielleicht noch Steuer auch. Stellen Sie sich vor, wir haben in Linden kaum was da. Aber 2009 war die München vor Gericht. Zwischen CO2-Einsparung beim Hopfertrocknen. Aber wir haben jetzt lange so einen Pfaffelhof, die haben zwar schwarz, macht ja nichts. Geht ja so. Aber verloren haben sie auch. Also ist das Leben. CO2-Einsparung ist das eine. Aber der LKW-Verkehr, der wird zunehmen. Und der LKW-Verkehr, der wird wahrscheinlich auch über die Digitalisierung automatisiert. Das heißt, es fahren die LKW zumindest auf die Autobahnen ohne Fahrer oder nur noch begleitet mit dem Fahrer. Und dann sind Autobahnausfahrten viel wichtiger. Ja. Wenn wir uns alle miteinander ein bisschen allein nachdenken, die Autoindustrie, die werden jetzt vor einer Seite kaputt gemacht, die Arbeitslosigkeit ist mein Problem, aber täglich so viele Fahrzeuge auf Straßenweit, wo führt denn das hin? Gott, da liegt mir das Bier 44, gell? Aber für die jungen Leute gibt es die Idee, die schon Verstopfung und Probleme. Gott, ich gehe mit weiter. Die Verkehrsdichte ist momentan stark vorhanden. Die Verkehrsdichte kann abnehmen, wenn der Spritpreis teurer wird. Die kann aber auch zunehmen, wenn das Fahren attraktiver wird. Ich sage da bloß autonomes Fahren. Wenn ein Mehrwert entsteht, wenn man im Auto sitzt, weil man andere Dinge tun kann als Autofahren, dann wird sich auch wieder jeder ins Auto reinsetzen. Ja, also dann muss man nicht davon ausgehen, dass die Verkehrsdichte weniger wird. Ja. Oder wenn die Arbeitssituationen so sind, dass zum Beispiel in Ingolstadt keine Arbeit mehr findest, dann musst du halt weitere Strecken fahren. Dann brauchst du auch wieder ein Fahrzeug. Also in dem Verkehrsbereich wird sich viel tun. Und für jeden Politiker wäre es interessant, da zu bleiben. Eine Frage zum Klimanotstand im Pfaffenhofen. Jetzt weiß ich nicht mehr, das Datum weiß ich jetzt nicht mehr genau. Da war im Pfaffener Kurier drin, das Rathaus dreiviertel unter Wasser. Wissen die Leute schon, wie viel das da der Meeresspiegel steigen muss, dass Pfaffenhofer das Rathaus dreiviertel unter Wasser ist? Und diesen Klimanotstand haben damals 24-0 Stadträte zugestimmt. Jetzt frage ich mich, sind die alles an der Irrenanstalt entwichen oder was? Kannst du das nicht anders werten? Nein, oder? Ganz klar nein. Nicht der Irrenanstalt. Die waren 30 gewesen, aber da hat es ein paar gewesen, die sind rausgegangen, weil das wird ja im Fernsehen gebracht. Und die sind zum Telefonieren rausgegangen, weil die wollten da nicht mitstimmen, weil direkt lächerlich wollten sie ja nicht. Pfaffenhofen, die lebenswerteste Stadt der Welt, hat er mir den Titel gekriegt. Und dann so eine blamable Abstimmung, ich muss jetzt sagen, also das ist mir. Ja, ich halte es für einen schweren politischen Fehler, vor allen Dingen einen Fehler von der CSU, dass die da eben auch ohne Gegenstimme und auch ohne große, das war ja live übertragen oder man hat ja selber hingekommen, auch ohne große Diskussion so ein schwieriges Thema behandelt haben. Auf der anderen Seite betrifft es ja aber nur die Stadt und die Stadtverwaltung, muss man sagen. Es betrifft ja nicht die Bürger. Also die Maßnahmen, die da beschlossen werden, die muss die Stadtverwaltung für sich umsetzen. Schlimm genug, im einen oder anderen Fall. Aber ja, ich halte es für einen schweren politischen Fehler, dass die Union erstens nicht mit den vorderen Köpfen dabei war, abgestimmt hat, und zwar ohne Gegenstimmen. Ja. Es war auch keine große Diskussion. Man hat das Ganze, also aus meiner Sicht, auch ein bisschen unglücklich aufgebaut. Das Jugendparlament hat diesen Antrag eingebracht und dieses Jugendparlament darf das. Und über die Anträge wird dann genauso abgestimmt wie über einen anderen Antrag von der Fraktion oder von einem Stadtratsmitglied. Wenn die hätten abstimmen wollen über einen Klimanotstand, dann hätten es die Bürger befragen sollen, alle Bürger, ob die damit einverstanden sind. Ja, also nur das Parlament zu befragen und dann ein Jugendparlament, ist eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, dass die keine politische Erfahrung haben, der eine oder andere vielleicht schon, aber es ist eine wichtige Frage für die Zukunft der Stadt
Und der Antrag darf meinetwegen auch vom Jugendparlament kommen, aber dann muss er wenigstens ordentlich diskutiert werden. Da gab es ja auch im Vorfeld eigentlich nichts Öffentliches dazu. Das war so eine Ad-hoc-Entscheidung, mal schnell dem Jugendparlament den Vortritt lassen, dann sind die anderen Fraktionen vielleicht fein raus. Keiner muss sich irgendwie schlecht dabei fühlen. Ich fand es unglücklich. Was der Beschluss nach sich zieht, müssen wir schauen. Aber so die Art und Weise, wie das gemacht wurde, fand ich eben ohne Bürgerbeteiligung nicht gut. Mich würde es jetzt interessieren mit den Krankenhäusern. Ja. Weil wir haben ja den Verbund mit dem Krankenhaus Mainburg und mit Pfaffenhofen. Und wenn man jetzt die Studien anschaut, die wo die Krankenkassen machen oder was, die sagen alle, wenn man jetzt ein Krankenhaus auf Dauer gut und sicher betreiben will, braucht man gewisse Fälle bei Operationen, da ist die Qualität besser. Und man muss anbieten können, das stimmt schon. Ja, ja, aber jetzt haben wir, momentan werden gerade 50 Millionen in Marburg investiert und 200 Millionen oder in Pfaffenhofen. Kriegen wir mit der Politik überhaupt die Struktur, die wir brauchen dann, für ein Krankenhaus, das in Zukunft unsere Ansprüche befriedigt? Weil wir als Patienten laufen ja dann ein Drittel wie dahin, wo wir meinen, das Krankenhaus ist gut. Also die Grundversorgung, die muss der Kreis sicherstellen. Was Sie meinen, die Investition, die jetzt da noch in die Implantate kommt, in Pfaffenhofen, das ist eine Investition, die sich ja auf die Nutzdauer oder auf lange Jahre verteilt. Das ist weniger das Problem. Das Problem sind die Fallpauschalen, die die Krankenkasse zahlt. Und da gibt es eben in einem Krankenhaus Abteilungen, die können qualifiziertere Behandlungen oder Operationen anbieten. Und sowas bräuchte man, um eine hohe Fallpauschale zu kriegen. In Pfaffenhofen gibt es eine gute Abteilung, was mit der inneren Medizin zusammenhängt. Da ist Pfaffenhofen eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Was man vor Jahren mal in der Diskussion hatte, so eine Neuronaturologie, also eine Frühchenstation. Da sind die Fallpauschalen sehr hoch. Aber dafür kriegt man keine Fachleute, deswegen ist das auch wieder fallen lassen worden. Und man muss das Augenmerk auf die Grundversorgung legen, auf die Notfallversorgung und auf den Erhalt der jetzigen Stationen. Und da ist man auf einem guten Weg, wenn man das Krankenhaus jetzt moderner gestaltet, wenn man es attraktiver gestaltet. Das gehört einfach dazu nach 40 Jahren, wie die Krankenkassen ihre Fallpauschale in Zukunft auslegen werden. Das ist auf der höheren politischen Ebene zu entscheiden. Da kann nur der Kreis reagieren. Und der schlimmste Fall wäre, dass er eben noch mehr Kreismittel aus dem Haushalt zuzahlen muss. Aber aus meiner Sicht ist das immer das oberste Gebot, dass die Patientenversorgung auf einem hohen Level stattfindet. Und ob jetzt 3, 4 oder 5 Millionen dazu gezahlt werden, das muss es uns einfach wert sein. Ja. Man kann jetzt nicht hergehen und kann sagen, man beschließt geringere Zuzahlungen oder Verlustausgleiche. Das geht. Aber die Fallpauschalen, die entscheidet man auf höherer politischer Ebene. Und wenn man jetzt eine neue Abteilung da reinbauen möchte in die Implantklinik, das wird einem in der heutigen Zeit schwerfallen, weil man keine Fachärzte kriegt, aufs Land sowieso nicht, die gehen eher in die Stadt. Ja, aber wenn die Klinik gut von der Bevölkerung angenommen wird, dann erreicht man eben ein gewisses Ertragsniveau und das muss man halten. Und wenn das Ertragsniveau für die Kosten nicht reicht, dann muss der Landkreis ganz einfach zuzahlen. Das ist schon klar. Aber bringt es jetzt für den Landkreis Vorteile, wenn wir eine Klinikallianz mit Mainburg haben? Ist jetzt das für einen Waldsacher ein Vorteil, wenn der nach Marburg ins Krankenhaus gefahren wird mit dem Sanker? Wobei die Ausrüstung von der Jungfernklinik besser ist. Da muss mich als Es kommt ja nicht nur auf die Ausrüstung, sondern es kommt ja auch auf die Auslastung an. Ob sie ihn nehmen können. Ja, bloß am Alsam, weil da geht sowieso keiner hin, wenn er nicht gestorben ist. Nein, also so pauschal kann man es nicht sagen. Also, wenn die Notaufnahme keinen annimmt, dann fährt man schon mal vielleicht vom einen Krankenhaus zum anderen. Und da gehört eben in der Notfallaufnahme Merkmale. Ja. Ja? Da
gehören vielleicht Fälle, die man gar nicht in der Notfallaufnahme braucht. Vielleicht einen psychischen Fall. Der gehört halt verwiesen an einen anderen Arzt. Ja, an einen niedergelassenen Arzt. Nicht der Nubius-Klinik daneben sind. Zum Beispiel. Ja, oder an einen niedergelassenen Arzt. Wenn jetzt einer tagsüber verunfallt und die Notfallaufnahme hat für ihn keine Kapazität, dann könnte man eine Kooperation mit einem niedergelassenen Arzt machen, der die Befähigung hat, sowas zu behandeln. Ja, und dann sind vielleicht solche Wege, wie Sie jetzt meinen, nicht notwendig. Da könnte der Wonsaler vielleicht einmal nach, in die Innenteilklinik, vielleicht weil er da meint, er wird besser versorgt. Ich glaube es ja nicht. Also ich denke mal, dass beide gleich gut sind. Aber da kann man nachjustieren, das stimmt schon. Notfallausnahme ist ein wichtiges Thema. Hast du keine Frage, Christa? Das kann nicht sein. Ich habe nur eine Bitte, dass die Behinderten bei der ganzen Sache mal auch ein bisschen berücksichtigt werden. Überhaupt mit Zugängen. Und ist teilweise Aufgabe vom Landkreis, ist klar. Tut sich jetzt was in Pfaffenhofen. Ja, gibt es einen Neubau. Also welche Bereiche wichtig sind, ist die Pflege, jetzt einmal akut, ja, weil man einen gewissen Pflegenotstand hat. Man hat zwar jetzt gesagt, es hat sich wieder die Personallage verbessert, aber jetzt haben wir neue Herausforderungen durch ein neues Pflegegesetz. Das heißt, man wird von der ambulanten Pflege vielleicht mehr in die stationäre Pflege wechseln und dann tun wir wieder neue Herausforderungen. Behinderten sind seit Jahren ein Thema, also ich denke nicht, dass da zu viel vernachlässigt wird. Aber man kann natürlich mal schauen, was man da noch machen kann. Du hast keine Frage, Mädels. Da traut sich fragen. Die Chance hat sie doch. Der beißt nicht. Ich habe schon einmal eine Frage. Das ist jetzt momentan eine ganz aktuelle. Das ist jetzt die Autobahnbaustelle. Und ich habe im Radio gehört, weil es werden ja am Morgen ist in Innenstadt dreispurig und am Abend ist in München. Wen kann man da drauf ansprechen? Ich will doch das einmal andersrum probieren. Du hast gesagt, und die richten sich nach Audi. Weil in der Früh fahren die Leute zu Audi, die Leute in der Früh fahren die Leute Richtung Minger. Und dann machen wir da andersrum. Wo kann man da irgendwann einmal einen ansprechen, der was einmal. Ich glaube, das ist ausdiskutiert. Es gibt ein Wechselspursystem. Ja, schon, aber das läuft ja genau gegenseitig. Genau, das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie es läuft, weil ich vermeide das, auf der Autobahn zu fahren. Aber er fährt da drum. Der meint, dass also so wie es gerade läuft. Das Richtung Innenstadt schnell. Als Sprechpartner ist die Autobahndirektion Nordbayern. In Ingolstadt. Die Autobahndirektion in Ingolstadt. Das sind denn Ihre Berechnungen. Da hat man als Landkreis oder ja, die haben sie ausgerechnet, die sehen sie ja nicht. Also ich glaube, ohne dieses Wechselspursystem wäre es katastrophal. Also muss man grundsätzlich mal gucken. Ja, wir können miteinander singen, aber nicht miteinander reden. Ob nicht anders stimmt, sind es wohl, oder? Dass man in der Früh reinspuren nicht und nie warten. Es ist ärgerlich, aber dieses Wechselspursystem, das gibt es seit. Gerade, aber sollen wir ein gelbes Gerät still lassen? Dieses Wechselspursystem, das gibt es seit der Autobahnbaustelle A9, Brückenerneuerung. Ja, ich weiß. Die haben es vor eineinhalb Jahren oder vor zwei Jahren im Norden gemacht, Hippolstein, Allersberg und so weiter, 40 Brücken. Dann haben sie es jetzt hier unten, also es ist ein relativ neues System, vielleicht muss ich das aber erst einmal ein bisschen einschleifen. Das kann auch sein. Ja, meine Meinung ist, dass das zeitlich verkehrt rumläuft. Das Rum und Um da geht er, er meint ja das, also anders, das ist der ja, Ding. Möglich. Aber da braucht er noch einen drauf ansprechen, bloß ich weiß nicht, wenn ich den ansprechen soll. Vielleicht liest er die Zeitung, vielleicht steht es drin.